Kamera läuft, los geht's. Ja, Moment, ich muss nur noch kurz meinen nächsten Schachzug gegen Sarah Wagenknecht planen hier. Okay, fertig, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkorn und das ist heute das erste Video aus der Aktien mit Kopf, Sparen mit Kopf, Broker-Test-Serie. Wir haben ja bei Aktien mit Kopf in der Facebook-Community eine Umfrage gemacht, bei welchem Anbieter habt ihr euer Depot und haben ganz viele Vor- und Nachteile von einzelnen Brokern mit euch zusammen diskutiert. Und der Chris von Sparen mit Kopf hat auch schon das erste Video veröffentlicht zum DKB-Broker. Ich verlinke hier unten drunter eine Playlist, wo ihr euch das Video auch angucken könnt. Und ich werde heute die Comdirect Bank mal unter die Lupe nehmen. Die Comdirect Bank ist eine der größten Online-Banken in Deutschland und die meisten Leute aus unserer Community haben auch tatsächlich ihr Depot dort und ich wollte heute einfach mal einige Features des Brokers genau erklären, auch die Kosten genau unter die Lupe nehmen und einfach das ganze Wissen heute mit euch teilen. Es ist ja häufig so, gerade wenn man als Anfänger an ein neues Thema rangeht, dann denkt man sich natürlich immer, oh okay, was ist jetzt der beste Broker? Genauso wie, wo finde ich die beste Aktie? Und ich sage dann immer, nun ja, die gibt es einfach nicht, weil wenn es zum Beispiel einen Broker gäbe mit dem besten Angebot von allen und gleichzeitig mit den niedrigsten Preisen, dann wären ja alle Kunden dort, ja, und somit gäbe es auch irgendwann nur noch diesen Broker. Aber genau wie bei allem anderen ist es so, dass je länger man sich damit beschäftigt, man merkt, es gibt einfach unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Depotgrößen beispielsweise, bei denen auch andere Broker irgendwann einen Sinn ergeben. Bei mir zum Beispiel ist es in Spanien so, dass ich niemals nur bei einem spanischen Broker und einer spanischen Bank mein Depot haben würde. Zum Beispiel, bestes Beispiel, neulich haben sie bei unserer einen Bank, wo wir sind, einfach die Filiale geschlossen und die IBAN von unseren Konten geändert, obwohl die alten zwar noch funktionieren, aber einfach die IBAN-Konten geändert, die Filiale geschlossen, ohne uns auch darüber in Kenntnis zu setzen. Andererseits kann ich mich auch nicht nur an deutschen Depots und so weiter orientieren, weil ich dort zum Beispiel nicht so einfach ein Firmendepot bekomme, wie jetzt hier bei dem spanischen DEGIRO-Ableger zum Beispiel. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Voraussetzungen. Bevor ich jetzt gleich anfange mit dem eigentlichen Test vom Comdirect Broker, noch einige Disclaimer. Erstens, dieses Video ist zwangsläufig nie vollständig. Ich werde mich also vor allem auf den Bereich Aktien, Depot und so weiter konzentrieren und jetzt nicht das Thema Bausparen oder irgendwelche Kreditkartenvergleiche und so weiter machen. Zweiter Disclaimer, diese Konditionen, über die ich heute spreche, also zum Beispiel die Kosten, die können sich natürlich im Laufe der Zeit ändern und werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ändern. Das heißt, das Video von heute, am 20. Juni 2017, ist auch nur für diesen Zeitraum jetzt, bis sich die Konditionen halt ändern. Das kann ich natürlich dann nicht wieder beeinflussen. Der dritte Disclaimer ist der, dass ich persönlich auch mit der Comdirect zusammenarbeite und Geld verdiene. Das bedeutet, dass meine Einschätzung zu diesem Broker wahrscheinlich etwas positiv nach oben verzerrt ist. So viel erstmal zu den Disclaimern. Und jetzt lege ich mit dem eigenen Video los. Und es wird jetzt wirklich eine extreme Menge an geballten Fakten und Wissen für euch geben. Deswegen holt euch einen guten Kaffee und ich habe euch extra Timestamps unten in die Infobox gehauen, damit ihr wirklich zu den einzelnen Themen immer springen könnt, falls euch nicht der Rest interessiert oder ihr nochmal später zurückkommen könnt und nochmal an einer Stelle nachschauen könnt. Die Commerzbank AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die ungefähr zu 81% im Besitz der Commerzbank AG ist. Der Rest ist Streubesitz, also ganz normale Aktionäre wie du und ich. Die Firma gibt es schon seit über 20 Jahren und sie hat mehr als 3 Millionen Kunden. Kommen wir als erstes mal zum Angebot. Also was gibt es eigentlich alles bei der Comdirect? Das Angebot umfasst eigentlich alle erwähnenswerten Börsen sowohl im Inland als auch im Ausland für Auslandorder und so weiter. So kann man zum Beispiel auch kleinere Aktien über die Börse Berlin sehr gut erreichen, aber natürlich habt ihr auch mit Xetra, mit Stuttgart, mit Tradegate und so weiter alle üblichen Börsenhandelsplätze dabei.
Es gibt sogar die Möglichkeit, außerbörslich zu handeln, allerdings nicht im Forex, also im Devisenmarkt. Also für alle François, die mit Daytrading ihr Geld verzocken wollen, im Forex-Bereich ist also die Comdirect nicht gut geeignet. Was ich vor allem bei der Comdirect als unschlagbar, gerade für Einsteiger sehe, ist der Wertpapiersparplan, mit dem man regelmäßig ETFs, aber auch einzelne Aktien besparen kann. Und das wirklich schon ab einer Sparrate von gerade mal 25 Euro. Und das ist ja wirklich für den ärmsten Student sogar möglich. Ja? Also einfach ein bisschen weniger Aktienbier trinken und dann kann sogar jeder Student sich für 25 Euro einen Wertpapiersparplan einrichten. Es gibt über 200 ETFs, die man besparen kann, von denen sogar viele, viele immer mal wieder kostenlos bespart werden können. Aber zu den Kosten kommen wir gleich noch. Und insgesamt auch 100 Aktien, die man besparen kann und zusätzlich nochmal 25 ausländische Aktien, die man auch in seinen Sparplan, also regelmäßig besparen kann. Sowas wie zum Beispiel Apple, Berkshire Hathaway und Coca-Cola. Welche das genau sind, ich verlinke es euch mal unten drunter, da könnt ihr genau zur jeweiligen Seite gehen und könnt euch genau angucken, welche davon besparbar sind. Was ich auch extrem schön bei der Comdirect finde, ist die allgemeine Übersicht über das ganze Depot. Alles ist schön sauber und aufgeräumt und eigentlich immer mit recht intuitiven 1 bis 2 Klicks erreichbar. Trotzdem würde ich aber jedem Nutzer hier empfehlen, sich das Open Source Tool Portfolio Performance runterzuladen, bei dem man wirklich dann eine noch bessere Übersicht erreichen kann über seine langfristige Performance, über jede einzelne Buchung und so weiter. Wobei hier auch mehr und mehr Leute aus unserer Community gesagt haben, dass dieser Service rentablo.de sehr gut sein soll, was die Übersicht angeht. Und man kann auch aus Portfolio Performance sein komplettes Depot per CSV übertragen auf Rentablo, was irgendwie früher Aktienfreunde oder so hieß. Aber die Comdirect habe ich neulich erst gesehen, habe ich zwar selber noch nicht genutzt, aber die Comdirect bietet jetzt auch selbst einen kostenlosen Komfortservice an. Das bedeutet, man kann auch bei der Comdirect selbst eigene und andere Depots von anderen deutschen Banken, Kreditkarten und Konten und so weiter so quasi importieren in eine übersichtliche Ansicht hier bei Comdirect. Generell auch, wenn man zum Beispiel Aktien kauft, einfach die Möglichkeit, noch Notizen neben dem Aktienkauf zu machen und so weiter. Das Archiv ist sehr gut strukturiert. Man findet zum Beispiel sehr schnell, wenn man in der Suche eingibt, alte Wertpapierabrechnungen, von denen ich euch zum Beispiel jetzt gleich eine zeigen werde, wenn es um die Kosten geht. Also die Übersicht ist ganz klar einer der größten Vorteile von der Comdirect, gerade wenn man sie mit anderen Brokern vergleicht. Weitere coole Zusatzfunktionen sind zum Beispiel ein kostenloses Girokonto, was man unterhalten kann, zusätzlich zu seinem normalen Depot. Früher war es so, dass man hier auch einen monatlichen Mindesteingang von ungefähr 1250 Euro brauchte. Jetzt wurde das aber komplett abgeschafft. Allerdings braucht man dieses Girokonto nicht unbedingt, um ein Depot zu haben. Ich zum Beispiel selbst habe es auch nicht. Ich habe nur ein normales Verrechnungskonto und es läuft dann ganz einfach so ab. Ihr habt hier euer Depot, wo die Aktien drin sind. Und wenn ihr jetzt neue Aktien kaufen wollt, ich zum Beispiel überweise dann von meinem normalen spanischen oder deutschen anderen Konto Geld auf mein Verrechnungskonto. Und von dort kann ich dann zum Beispiel direkt Aktien ins Depot kaufen oder auch automatisiert, wie gesagt, Sparpläne laufen lassen, die dann jeweils einfach das Geld vom Verrechnungskonto einziehen. Immer Mitte des Monats mache ich das und dann werden Aktien, zum Beispiel Berkshire oder andere ETFs und so weiter, automatisiert einfach gekauft. Warum Mitte des Monats? Es geht so das Gerücht um, dass halt am Anfang des Monats immer die meisten Leute investieren und deswegen tendenziell die Kurse da etwas höher sind. Aber es kann natürlich auch einfach nur eine Latrinenparole sein. Darauf würde ich jetzt nicht zu viel Wert legen. Auch ganz interessant als weiteres Feature ist das neue Produkt, dieses ComInvest, was im Prinzip ein Robo-Advisor ist, den ihr ja vielleicht auch schon von unterschiedlichen anderen Startup-Firmen und so weiter kennt. Was ich hier, also generell muss ich nur sagen, Robo-Advisor meiner Meinung nach für Leute aus unserer Community, die ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, nicht notwendig. Das sage ich ganz klar dazu, weil wenn ich selbst lerne, was ETFs sind und selbst diese dann besparen kann und aussuche, ausrechnen kann, was Tracking Differenz ist und so weiter, dann brauche ich nicht irgendjemand anders, der wiederum mein Depot verwaltet.
Cominvest ist aber für die Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, ich habe gar keinen Bock, mich um die Finanzen und so weiter zu kümmern, möchte trotzdem nicht irgendwie extrem teure Gebühren bei der Hausbank und so weiter haben, eine gute Option meiner Meinung nach. Warum? Weil es hier halt eben nicht einfach nur ein kleines Fintech-Startup ist, was immer mal wieder ziemlich schnell pleite gehen kann und dann ist es ja immer nicht so leicht, sofort an sein Geld zu kommen und so weiter. Es ist zwar sicher, aber trotzdem kann es einige Wochen dauern und bei der Comdirect ist es halt ein größeres Unternehmen, was eben nicht so schnell mal eben pleite gehen kann, wie jetzt jedes dahergelaufene Startup. Jetzt haben wir das Angebot so ein bisschen durch. Wie gesagt, es gibt natürlich noch viel mehr Sachen. Man kann auch CFDs traden und alle möglichen anderen Sachen. Aber wie gesagt, das ist ja hier der Kanal für langfristig orientierte, rationale Anleger. Kommen wir jetzt also mal zu dem ganz wichtigen Faktor, den Kosten. Was kostet denn der ganze Spaß? Grundsätzlich erstmal, die Einrichtung eines Depots ist natürlich erstmal kostenlos. Und man hat als Neukunde bei der Comdirect 3 Jahre lang keine sogenannten Depotgebühren. 3 Jahre lang kostet das also gar nichts. Aber auch nach den 3 Jahren kostet es nichts, wenn man eine der 3 Voraussetzungen erfüllt. Hier steht es auch auf der Seite jeweils. Entweder man hat ein Girokonto noch mit angeschlossen, dann zahlt man also keine Depotgebühren. Oder aber man macht mindestens 2 Trades pro Quartal, also 2-mal pro Quartal Aktien kaufen. Oder aber man hat einen Wertpapiersparplan, den man regelmäßig und zwar mindestens 1-mal im Quartal unterhält. Dann hat man auch nach den 3 Jahren keine Depotgebühren, ansonsten kostet es pro Monat 1,95 Euro. Weil wie gesagt, wenn man jetzt nicht diese Voraussetzung erfüllt, dann weiß ich gar nicht, warum man überhaupt ein Depot braucht. Weil dann, wenn du keine Aktien kaufen willst, warum willst du dann Aktien kaufen? Ja. Kommen wir mal zu den Gebühren im Sparplan. Die sind 1,5% des jeweiligen Anlagebetrags. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro in den ETF investiere, zahle ich halt 1,50 Euro an Gebühren dafür, dass ich halt diesen ETF kaufe. Es gibt allerdings auch immer wieder kostenlos besparbare ETFs im Angebot. Also immer hier die Augen offen halten und ab und zu reinschauen, welche es gerade im Angebot gibt. Natürlich sollte man hier in erster Linie immer gucken, ist das der richtige ETF und passt der zu meiner Strategie und nicht, ist das jetzt der ETF, der ganz wenig kostet. Bestes Beispiel, ich zahle auch 1,5% für die Berkshire Sparplanrate, weil es einfach ein besseres Unternehmen ist als viele andere und deswegen nehme ich auch diese 1,5% dann in Kauf. Bei normalen Gebühren, hier steht es auch wiederum auf der Seite, gibt es immer ein Grundentgelt von 4,90 Euro, jetzt nicht mehr im Sparplan, sondern bei normalen Aktien und ETFs, Käufen und Verkäufen, 4,90 Euro, zusätzlich 0,25% des Ordervolumens. Ja, mindestens 9,90 Euro allerdings und maximal für die ganzen Großfürst-Kapitalisten unter uns halt 59,90 Euro, also wenn du auch mal für 100.000 Euro oder so Aktien kaufst. Was bedeutet das konkret? Ich habe hier einfach mal ein Beispiel für euch rausgesucht, guckt mir einfach mal hier mit über die Schulter. Das war schon etwas länger her, ein kleiner Aktienkauf von Berkshire Hathaway und wir sehen hier 4.911,75 Euro ist der Kurswert, zu dem ich einkaufen wollte. Rechnen wir also kurz das Ganze mal nach. Hier unten steht nämlich einmal die Provision. Das ist die Provision, die also die Comdirect erhält. Darunter seht ihr noch börsenplatzabhängiges Entgelt. Das ist das, was in diesem Fall die Xetra-Börse erhalten hat. Sorry an meinen Sponsor Börse Stuttgart. Damals habe ich einfach noch nicht über die Börse Stuttgart so viel gehandelt. Und das macht insgesamt einen Kostenpunkt von 18,68 Euro. Rechnen wir das also jetzt ganz einfach mal mit dem Taschenrechner durch. Ja, zack, 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 geht ja schnell. Also 4911,75. Ja, jetzt nehmen wir mal 0,0025. Also das ist im Endeffekt jetzt ausgeschrieben, die Prozentzahl in von 0,25 Ordervolumen. Also da haben wir 12,27 Euro oder 28. Und jetzt rechne ich das Grundgeld von 4,90 Euro mal mit dazu. Ja, 4,90 oder 4,9 ist egal für den Taschenrechner, dann sehe ich genau 17,18. Also stimmt genau mit dem überein, was hier ausgewiesen wird. Und das ist bei Verkäufen natürlich genauso wie bei Käufen.
Übrigens, als kleiner Aktien mit Kopf-Bonus zusätzlich gibt es für alle Leute, die über den Link, der in dieser Videobeschreibung gleich als erstes steht, ein Depot bei der Comdirect eröffnen, 10 Free Trades. Das heißt, ihr könnt 10-mal insgesamt komplett kostenlos Aktien kaufen, ohne eine Comdirect-Order-Provision. Das heißt, wenn ihr wollt, und die sind auch unbegrenzt, das heißt, wenn ihr wolltet, könntet ihr erstmal ganz viel Geld verdienen und dann für 50.000 Euro kostenlos dort insgesamt 10-mal halt Aktien kaufen. Aber Hinweis an dieser Stelle, das ist ein Affiliate-Link. Das ist auch die Art und Weise, wie ich den Kanal hier finanziere. Das heißt, wenn ihr über mich dort ein Konto einrichtet, dann bekomme ich dann von der Comdirect jeweils auch eine Provision dazu. Aber das wissen mittlerweile auch sowieso alle und es steht auch immer in der Infobox ganz unten mit als kleiner Transparenzhinweis mit dazu. So, gucken wir uns jetzt aber mal die ganzen Orderstrukturen und die Kosten der Comdirect und so weiter an, sehen wir ganz klar, ja, die Comdirect ist ein etwas teurerer Broker als andere. Ja, da braucht man auch gar keinen Hehl draus machen, es ist einfach so. Aber es wundert mich im Bankenbereich immer wieder, wie wir irgendwie versuchen, das beste Angebot, was es gibt, also diese ganze schöne Übersicht, all diese ganzen Zusatzfunktionen, also ein riesiges Sparplanangebot, alle Kursdaten, sogar mit Realtime, wenn man eingeloggt ist, ganz viele andere Notizfunktionen, kostenloses Girokonto, hatte ich das schon gesagt? Ja, ist ja auch egal. Und das alles zu bekommen und dann aber ganz niedrige Gebühren zu haben und am besten gar nichts zu zahlen. Ja, das ist irgendwie so der Eindruck, den ich häufig habe. Aber keiner würde zum Beispiel hier, ja, jetzt irgendwie auf Autoscout24 gehen und sagen, boah, ich will jetzt diesen krassen Porsche Panamera hier haben und dann, was? 107.000 Euro? Mein Renault hat nur 5.000 Euro gekostet. Warum ist denn der Panamera jetzt so teuer? Ja, also man muss immer Kosten, Nutzen untereinander abwägen und nicht einfach nur das beste Angebot haben wollen und dann wiederum keine Kosten dafür akzeptieren. Kommen wir mal kurz zur App der Comdirect und einem kleinen Review davon. Ich kann sagen, die App der Comdirect ist wirklich genauso perfekt wie die Webseite aufgebaut. Es gibt eine hervorragende Übersicht, obwohl man es auf einem kleinen Display wirklich ja häufig auch mal schwieriger hat bei Apps. Es funktioniert alles perfekt. Man findet sofort alles das, was man sucht. Ab und zu gibt es natürlich mal kleinere Störungen, wie zum Beispiel, dass irgendein Kurs gerade nicht abrufbar ist, wie bei jeder App. Aber es ist bei mir irgendwie noch nie jetzt irgendwie abgestürzt oder so weiter. Ich persönlich nutze allerdings die Apps generell nicht so gerne für Aktienkäufe und Verkäufe. Das ist einfach so ein mentales, psychologisches Ding bei mir. Aber was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, dass man sich die ganzen Toolboxen in der App selbst zusammenstellen kann. Zum Beispiel, was möchte man oben haben? Den News-Überblick, wie steht gerade der DAX, was passiert gerade so und so weiter. Das kann man sich ganz oben anzeigen lassen. Ich persönlich habe zum Beispiel immer ein paar Watchlists hier erstellt, wo man dann also Buy and Hold 1, Buy and Hold offen. Man kann sagen, okay, was zum Beispiel ist jetzt als nächstes vielleicht interessant und dann kann man sich all diese ganzen Sachen einspeichern und dann kann man zum Beispiel auch immer zwischendurch, wenn man gerade unterwegs ist, kurz mal reingucken will, was ist gerade los, boom, hat man sofort alles auf einen Blick. So, dann kommen wir jetzt als letztes nochmal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich das Thema Sicherheit allgemein, ja. Und das ist ein ganz zentrales Thema, wenn es um Geld geht. Grundsätzlich mal haben hier viele Leute einen Denkfehler. Und zwar immer, wenn sie das Wort Einlagensicherung hören und ja, was passiert denn eigentlich, wenn ich irgendwie jetzt Aktien in Depot online habe? Es ist doch alles nur so digital und ja, gar kein echter Wert mehr und so weiter. Also grundsätzlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei der Comdirect seid und ihr habt Tesla-Aktien in eurem Depot, ja, dann gehören ja nicht der Comdirect eure Tesla-Aktien. Das heißt, raucht die Comdirect ab, aber Tesla nicht, dann könnt ihr eure Tesla-Aktien einfach auf ein anderes Depot übertragen. Das ist das sogenannte, es ist immer ein Sondervermögen. Das heißt, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, genauso wie bei ETFs und Fonds übrigens auch, ja, wenn dass das ganze Vermögen von den Kunden getrennt aufbewahrt wird vom Vermögen der eigentlichen Gesellschaft. Raucht natürlich Tesla ab, dann sind natürlich eure Tesla-Aktien wertlos, aber da kann die Comdirect dann auch nichts für. Was mit Einlagensicherung also gemeint ist, sind nicht die Aktien und die ETFs und so weiter, sondern die tatsächlichen Geldeinlagen auf euren Girokonten oder Verrechnungskonten. Das ist damit gemeint. Und hier ist es ja so, dass es sowieso in Deutschland die gesetzliche Einlagensicherung von Minimum
oder Maximum 100.000 Euro gibt. Das heißt, 100.000 Euro seid ihr sowieso komplett gesetzlich safe. Aber die Comdirect beispielsweise ist auch in diesem deutschen freiwilligen Verband für Banken irgendwas mit drin. Und da gibt es nochmal so eine extra Bonussicherung, die laut eigenen Angaben der Comdirect aktuell bei 81 Millionen Euro pro Kunde liegt. Das heißt, ihr könnt auch 81 Millionen Euro auf eurem Girokonto dort liegen haben und im Zweifelsfall seid ihr dann trotzdem noch abgesichert, wobei das so ein bisschen ans Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft gekoppelt ist. Also heißt, sinkt das Eigenkapital der Comdirect, kann natürlich auch dieser Sicherungsbetrag nach unten absichern. Aber ich meine, so viel Geld würde ich sowieso nicht auf dem Konto einfach rumliegen lassen, weil das soll ja für euch arbeiten und euch reicher machen und deswegen würde ich das dann am besten komplett in Aktien investieren. Ja, okay, ihr könnt natürlich auch eine Immobilie davon kaufen, aber Aktien ist meiner Meinung nach immer noch die erste Wahl. Okay, und eine ganz wichtige Sache beim Thema Sicherheit, die auch immer weiter und häufiger, je mehr ihr euch bildet, ihr wisst deswegen das Problem, warum diese Videos auch ab und zu länger werden, ist, weil ihr einfach mittlerweile so gebildet seid, dass ihr immer mehr Fragen stellt und deswegen dann immer natürlich die Antworten kommen müssen. Was ist denn zum Beispiel mit Wertpapierleihe, haben ja auch Leute gefragt. Also zum Beispiel, dass einige Broker natürlich nur mit Einverständnis des Kunden Wertpapiere aus dem Depot verleihen an andere, um damit zusätzliche Einnahmen zu erzielen, um zum Beispiel die Ordergebühren niedriger zu halten. Ein ganz klares Geschäftsmodell von einem anderen Broker, auf den ich auch noch in meinem anderen Video da eingehen werde. Bei der Comdirect habe ich das Ganze mal nachrecherchiert und wenn man sich hier die allgemeine und produktbezogene Geschäftsbedingungen mal genau anschaut, dann sieht man hier auf Seite 14 ganz unten, ich zoome mal hier kurz ran, und zwar nennt sich der Punkt Verbot und der Abtretung und oder Verpfändung. Die Abtretung und oder Verpfändung der Ansprüche des Inhabers von Konten und Depots gegen die Comdirect Bank AG aus der Geschäftsbeziehung sind ausgeschlossen. Das Abtretungsverbot gilt für sämtliche Ansprüche, insbesondere für solche im Hinblick auf Kontoguthaben, Kredite und Wertpapiere. Also Wertpapierleihe ist bei der Comdirect Bank partout ausgeschlossen. So viel noch als letzte Zusatzinfo. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Du kannst gerne auch noch weiter hier dazu beitragen, dass andere Community-Mitglieder mehr und mehr darüber erfahren. Schaut euch also gerne auch mal die Kommentare hier immer dazu an und schreibt mir eure Erfahrungen unten mit dran. Ansonsten, ja, vielen Dank nochmal an die Börse Stuttgart für das Sponsoring dieses Kanals. Übrigens kommt da auch dieses Jahr wieder ein kleines kostenloses Community-Event an der Börse Stuttgart. Mehr dazu erfahrt ihr dann aber demnächst. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video am Freitag oder Dienstag, je nachdem, wann ihr hier zum ersten Mal halt vorbeischaut oder aktuell vorbeischaut. Jetzt höre ich auf mit dem ganzen Gelaber und fange an, das Video zu schneiden. Rationale Grüße, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mal gucken, ob ich gegen Sarah noch gewinne hier beim Schach. Los, jetzt mach aber hier mal hin! Mach hin! Die Abtretung und oder Verpfändung der Ansprüche des der Inhabers von Konten und Depots. Nicht gut. So, Kamera läuft. Sag mal so, Kamera läuft, los geht's. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Los hier. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf.